Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play-Folge, die Du lässt den Blick noch einmal Oh. über die Gegend schweifen und fragst dich, was du als nächstes tun sollst. Bleibe und suche. Begrabe die Toten. Ach komm, wir begraben die Toten nochmal schnell. Mal gucken. In der Ladezeit begräbt er wahrscheinlich die Toten. So, dann gucken wir gleich mal, wo uns die Es ist eine Reise. zeitraubende und anstrengende Arbeit, die flachen Gräber mit einem Stock in den harten Boden zu graben und die Leichen mit einigen Steinen abzudecken. Du hoffst, damit die Krähen wenigstens für eine Weile von ihrem Mahl fernzuhalten. Du setzt deinen Weg fort, um vor Einbruch der Nacht noch einige Meilen zwischen dich und deinen grausigen Fund zu bringen. Ihr hört es, Leute. Ich höre einfach manchmal auf zu reden, wenn der sofort anfängt zu reden, dass ich da nicht zwischenrede. So, wir die Reise da lang. Als die Giebel des kleinen Bauernhauses und der Scheune hinter einer Kuppel auftauchen, hörst du lautes Kindergeschrei. Ein Mädchen läuft lachend den Weg entlang, verfolgt von einem kleinen Jungen mit großem Stock in der Hand. Mit entschlossenem Gesicht versucht der Junge, seine Schwester einzuholen, hat auf dem unebenen Weg aber große Probleme, seine kurzen Beine unter Kontrolle zu halten. Bleib schön im Brunnen, dass ich mir hier auf die Beine gehe. Aber wir grüßen mal die Kinder. Du gehst auf die beiden zu. Als du gerade deine Hand zum Gruß heben willst, fällt der Blick des Jungen auf dich. Seine Augen werden groß und er deutet mit seinen knubbeligen Fingern auf dich. Mehr als ein Da bringt er nicht hervor. Auch das Mädchen hat sich nun zu dir umgedreht. Noch bevor du etwas sagen kannst, hat sie ihren kleinen Bruder am Arm gepackt und läuft schreiend auf das Bauernhaus zu. Folge den beiden Kindern zum Bauernhof, lass den Hof liegen und setze sie. Ach, wir gehen mal zum Bauernhof. Ohne Eile folgst du den Kindern zum Bauernhaus, in dem sie verschwinden. Nach wenigen Augenblicken kommen sie von ihren Eltern begleitet wieder heraus. Der Vater ist ein gedrungener Mann mit braunen Haaren. Ich bin Opatia, das hier ist meine Frau Remsa. Die dunkelhaarige Frau nickt kaum merklich zur Begrüßung und drückt ihre Tochter fest an sich. Sie mustert dich mit sorgenvollem Gesicht. Es freut mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist Tungdil. Du versuchst, deine Stimme so harmlos wie möglich klingen zu lassen. Eure Frau scheint besorgt zu sein. Sind hier in der letzten Partei zwei Reisenden vorbeigekommen? Ich sollte ein paar Mal hinter mich bringen. Aber ja, wollen wir denen von den Toten erzählen? Ja, machen wir mal. Sind euch in den letzten Tagen zwei Reisende aufgefallen, die in Richtung Osten unterwegs waren? Opatia schaut fragend zu seiner Frau, doch sie schüttelt den Kopf. Warum fragst du? Ich habe zwei Leichen eines Tages mal entfernt entdeckt. Ich habe sie gefunden. Zwei Leichen am Wegesrand, einen guten Tagesmarsch östlich von hier. Leichen? Hastig hält sie ihrem Sohn die Ohren zu. Waren es Orks? Remsa, was sollten die Orks hier oben zu suchen haben? Es waren bestimmt bloß Räuber. Es tut mir leid, wenn ich eurer Frau und den Kindern Angst einflößen sollte. Der Mann winkt ab. Nein, nein, mein holdes Weib ist dieser Tage nur besonders schreckhaft. Die Orks wurden nahe seelenschön gesichtet. Du solltest das ernster nehmen. Die Bäuerin drückt ihre Tochter noch fester an sich, sodass diese sich unter Protesten befreit. Der Junge macht aufgeregt einen Schritt nach vorn und zerteilt die Luft mit seinem Stock. Wenn Fremde kommen, sollen wir weglaufen. Aber ich kann sie auch verhauen. Lächelnd tätschelt Opatia seinem Sohn den Kopf. Wir sind sicher. Die Orks haben keinen Grund, so weit nach Norden zu ziehen. Wäre es nicht besser, in eines der größeren Dörfer zu ziehen, wenn sich hier Orks herumtreiben? Der Hof ist unser Lebensunterhalt. Wir können hier nicht einfach weg. Die Felder bestellen sich schließlich nicht von selbst. König Tilogons Reiterei wird sich schon um die Orks kümmern. Oder Lothionan und seine Zauberer. Aber die Reiterei kann nicht überall sein. Eine Handvoll Orks wäre bereits genug, Wenn die Saat ausgebracht ist, dann baue ich das Versteck, so wie du willst. Aber was nützt uns ein Versteck, wenn wir im Herbst nichts zu essen haben? Ob die Orks hierher kommen, ist ungewiss. Gewiss ist nur, dass ihr ohne Ernte hungern werdet. Das ist genau meine Rede. Opatia legt eine Hand auf die Schulter seiner Frau. Keine Sorge. Ich baue das Versteck, sobald alles andere erledigt ist. Aber... Vertrau mir.
Selbst der werte Herr Zwerg hier sieht es so. Und die Zwerge kennen sich doch mit Orks aus. Remsa nickt bedächtig, schaut dann bedrückt zu Boden. Wenn du es sagst. Du verabschiedest dich und setzt deinen Weg fort. Die Kinder laufen dir noch eine Weile hinterher, ehe sie sich lachend auch verabschieden und wieder zurück Richtung Hof laufen. So, ich glaube, hier müssen wir hin. Aber hier ist ein Ausruf, Fragezeichen. Ach, wir gehen erstmal weiter. Was ist das? Ein Zwergenhändler, okay. Du blickst auf ein großes Dorf am Ufer der Warda hinab. Teile des Dorfes wurden auf Stelzen in den Fluss gebaut. Eine Holzbrücke überspannt das schnell fließende Gewässer. Eine große Holzpalisade wurde errichtet, um das Dorf vor Angriffen zu schützen. Die Wachen auf der Palisade beobachten dich. Ihre Rüstungen sehen gepflegt und gut gearbeitet aus. Der Schmied, der sie anfertigte, wusste, auf was es ankam. Daraus schließt du, dass die Männer auf den Schutz der Rüstungen angewiesen sind und sie nicht nur wegen der äußeren Wirkung tragen. Das sind sicher keine Dörfler. Oh. Oh, oh. Haben wir jetzt mit Söldnern zu tun? Oder wer steht da oben auf der Palisade? Da bin ich immer mal gespannt. Oh, die Ladebildschirme, die sind leicht nervig, aber gut, da können wir ja auch mal ab und zu reden, weil im Spiel reden sehr genug. So. Oh, ist schon dunkel. Das zweiflügelige Tor wurde aus kräftigen Bohlen gebaut. Solide, aber immer noch deutlich weniger massiv als die unbeweglichen Teile der Palisade. Hier wurde aus praktischen Gründen auf Sicherheit verzichtet. Nie eine gute Idee bei Festungsbauten. Einige der Wachen beginnen zu tuscheln, als du dich dem Tor näherst. Hallo da oben! Was führt dich ins schöne Gutenauen? Und hast du unterwegs Orks gesehen, Unterirdischer? Der Mann, der sich über die Palisade lehnt, mustert dich aufmerksam. Lasst mich bitte rein, ich möchte die Nacht nicht unterhalten. Gutenauen ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Eine Tatsache, die du dir gerade ausgedacht hast. Lasst mich ein und ich werde anderen Reisenden davon berichten. So sehr ich es bedauere, nach Einbruch der Dunkelheit bleiben die Tore verschlossen. Im Gesicht des Mannes kannst du kein Bedauern erkennen. Ich interessiere mich. Ja, ein interessantes Deko. Euer Tor macht nicht den stabilen Eindruck. Ich schulde jemand vor 20 Uhr eine Wache bestechen. Bleib wachsam. Ja, ich bin Schmied und ein Zwerg. Ich sage euch, euer Tor sieht zwar massiv aus, aber es wird einem echten Ansturm der Orks kaum standhalten. Das Gemurmel um ihn herum lässt den Mann innehalten. Jeden anderen, der das Bollwerk kritisiert hätte, hätte man ausgelacht und fortgescheucht. Aber wenn jemand etwas von Verteidigungsanlagen versteht, dann die Zwerge. Ein Zwergenschmied, der zufällig vor unserem Tor steht? Natürlich, ich bin im blauen Gebirge für die Verteidigung der hohen Pforte zuständig. Komm, wir lügen mal. So ist es. Ich kann dafür sorgen, dass sich die Orks ihre Schädel an eurem Tor einrennen, genau wie zu Hause an der hohen Pforte. Schädel, die für euch bare Münze bedeuten. Du kennst das Bollwerk der Zweiten nur aus Büchern, aber am Gesicht des Mannes siehst du, dass du die richtigen Worte gefunden hast. Also schön, du kannst die Nacht im Dorf verbringen. Gleich morgen früh fängst du mit der Arbeit an. Sie sollte besser halten, was du versprichst. Selbstverständlich, Kleinigkeit. Naja, wenigstens kommen wir durchs Tor und dann können wir mal in Ruhe schlafen im Dorf. Und morgen nach einer warmen Mahlzeit verbringst du die Nacht behütet in einem Gasthaus in Gutenauen. Am nächsten Morgen fühlst du dich voller Tatendrang. Mit routinierten Griffen verstärkst du das Tor mit Querstreben aus Holz und Eisen. Es sollte einem Angriff nun deutlich länger standhalten. Söldner und Dorfbewohner schauen dir beeindruckt bei der Arbeit zu. Als du fertig bist, tritt ein Mann an dich heran. Fantastisch. Es war richtig, dich ins Dorf zu holen. Der Rat lässt es sich einiges kosten, Gutenauen vor den Orks zu schützen, wie du gestern Abend im Gasthaus erfahren hast.
Das Dorf ist durch Brückenzölle reich geworden und dieser Reichtum soll verteidigt werden. Das Tor ist verstellt, wie abgemacht. Mit mehr Zeit könntest du noch mehr ausrichten. Doch du hast schon mehr Zeit investiert, als klug gewesen wäre. Ich habe gern geholfen. Aber der Tag ist halb rum und ich muss weiter. Ein tatkräftiger Zwerg wie Sie ist uns in guten Auen immer willkommen. Seien Sie vorsichtig dort draußen. Wir wissen nicht, wo die Orks sich herumtreiben. Seit du guten Auen verlassen hast, ist ein ungutes Gefühl dein ständiger Begleiter. Jedes Geräusch im Wald lässt dich befürchten, von einer Orkhorde entdeckt worden zu sein. Doch letztlich bringst du den Tag hinter dich, ohne auf Grünhäute zu stoßen. Es scheint, als würde Vrakas dir noch einen weiteren Tag im geborgenen Land gönnen. Bei Einbruch der Nacht kommst du an einer großen Eiche vorbei und beschließt, deine Wanderung für den Tag zu beenden. Nahe der Eiche siehst du ein abgebrochenes Nachtlager mit einer Feuerstelle, die ein paar Tage alt zu sein scheint. Schlage dein Lager bei der Feuerstelle und leg dich schlafen. Komm, wir gehen in den Baum, oder? Schlage dein Nachtlager, versteck in der Krone der alten Eiche auf. Das machen du schwingst wir. Dich den Stamm hinauf und ziehst anschließend dein Gepäck nach oben. Du bist bereit, wie ein Vogel auf einem Baum zu schlafen, wenn du dich dafür den Blicken der Orks entziehen kannst. Du schlingst ein Seil zweimal um deinen Bauch und den Stamm, um nicht versehentlich abzustürzen. Du schließt die Augen und träumst. Du siehst den Nordpass und riechst den frischen, eisigen Wind, der über die Spitzen der großen Klinge und der Drachenzunge streicht. Doch die Harmonie wird von dem scheußlichen Gebrüll der nicht enden wollenden Flut von Orks gestört, die sich unaufhörlich gegen die Befestigung wirft. Du riechst das ekelhafte grüne Blut der Orks und schmeckst das ranzige Fett ihrer Rüstungen auf deiner Zunge. Der bittere Geschmack verstärkt sich auf unerträgliche Weise und reißt dich aus deinem Traum. Du öffnest deine Augen und wunderst dich über die Helligkeit, da dir ein Blick in den Himmel bestätigt, dass es noch Nacht ist. Dein Blick wandert nach unten und was du siehst, lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. Hm. Leute, was ist da unter uns? Mal gut, dass wir uns auf dem Baum versteckt haben, mal gut. Was passiert denn jetzt? Was soll uns so in den Atem verschlagen? Wo kommen die ganzen Orks her? Ich bin Sintoras von Zonbalsur, mein Meister, Nordon der Zweifache, der Gebieter über das Tote Land, hat euch, die Fürsten Toboribors, erwählt, um das Schwert zu sein, das den Süden erobert. Du meinst, wir sollen die Knochen hinhalten und uns von dem Magus töten lassen? Um Lord Ionan und die anderen wird sich gekümmert. Sei ohne Sorge. Eure Aufgabe ist es, im Süden für Ablenkung zu sorgen, bis der Plan meines Meisters aufgegangen ist. Und wer von uns soll Anführer sein? Derjenige, der das meiste Land erobert. Das heißt, Grabner wird der neue Großschloss sein. Er funkelt Uschnotz und Baschkuk böse an. Die Sippe der Grabner Schor wird das meiste Land erobern. Niemals! Wir werden die Städte der Rotbluter schneller überrennen, als ihr das Mark aus dem Knochen saugen könnt. Wir werden sehen. Du möchtest deinen Augen und Ohren nicht trauen. Wenn diese Scheusale Tions gemeinsam in den Krieg ziehen, dann stehen dem geborgenen Land verheerende Zyklen ins Haus. Oh, oh, Leute. Oh, oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus. So viele Orks und die Alben auch und so nah, wo wir gerade schlafen. Mal gut, dass sie uns nicht entdeckt haben. Ey. Die Nacht in der Eiche war die schlimmste deines Lebens. Die ganze Zeit hattest du Angst, von den Orks entdeckt und zerfleischt zu werden. Doch als die ersten Sonnenstrahlen die Baumkrone durchdrangen, brachen die Orks ihr Lager ab und zogen von dannen, ohne dich entdeckt zu haben. Beobachte. Ach, wir klettern jetzt einfach mal runter von der Eiche.
So Leute, jetzt sind wir von der Eiche, die Orks sind weg, aber wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, was wir hier so alles im Lager finden, dann schaltet nächste Woche wieder ein zu einer weiteren Let's Play Folge Die Zwerge. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.